und so. Und ist schon krass. Also ich kann auch jetzt so runterzoomen und gucken, so, ja, also ist echt krass einfach. Wahnsinn. Also es ist sehr, sehr cool gemacht und man sieht dann auch Mann. kurz nochmal die Umrisse, wenn man wieder rausgeht. Viel Glück da draußen. Ja, danke. Ich wünsche dir auch Glück für was auch immer, aber du hast Der Glück. medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, Auf können den wir einen Google Stab Maps. einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Anforderungen. Einsatz Madison Feldlazarett abschließen. Okay. Schießen Einsatz Madison sowieso. Feldlazarett. Alles klar. Aber jetzt sollen wir ja irgendwie alles hier besuchen. Testflügel. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. In der Beta nicht verfügbar. Ja, toll. Okay, ja, also da wir ja irgendwie alles jetzt erkunden müssen, sollen, ist ja jetzt uns um. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer Läuft gerade als wieder ein erwartet. Video. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Die Arme. Tut einem ja richtig leid. So, auffüllen. Füllen wir uns erstmal auf. Boah, Scharfschützengewehrmunition? Hä, ich hab doch gar keinen Scharfschützen. Ja, okay. Aber könntest du irgendwann mal kriegen? Ja. Ja. Okay, wir gucken jetzt mal nach der Die Mission. Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Okay. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie. Besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. So, nächste Mission, Madison Square Garden wieder zurückholen, beziehungsweise die Ärztinnen und Ärzte da uns einverleiben. Ja, wäre jetzt cool, wenn jetzt hier noch jemand dabei wäre. Wäre wirklich lustig, wäre sehr, sehr spannend, weil es dann taktisch natürlich sehr, sehr genial wäre. Einsatz Stufe 4, ja, Stufe 4 bin ich Agenten finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Soll ich das mal machen? Auch mal rein. Schwierigkeit normal, ja. Schwierigkeit halten. G-Spielersuche. Einsatz nicht beendet. Beliebtheit. Beliebtheit 1, 2. Spielersuche. Spielersuche für normal. Das heißt, wir suchen jetzt hier Agenten. Okay, jetzt wird hier gesucht. Und wir gucken mal. Schick. Also es soll ja hier auch ein funktionierendes Tag-Nacht-System geben. Sieht auch so aus, dass es gerade eintritt. Ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt irgendwie eine Uhrzeit irgendwo stehen oder so? Ein weiterer Agent ist Ihrem Team beigetreten. Oh, sehr cool. Jetzt haben wir hier einen Agent. Ah, geil. Jetzt bin ich mit jemandem zusammen. Es lädt gerade. Klack. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Jetzt sind wir zu wir zweit. Brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Kann jetzt nur leider nicht quatschen. Sorry. Jetzt Chat. Ja, weiß nicht wie. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Oder du musst dich halt mit ihm über Mikrofon unterhalten. Ja, okay. Weiß ich aber nicht. Hello. Hello. Ah, ich glaube, er hört mich sogar. Bin mir noch nicht sicher. Geklärt. Was es auch immer heißen mag. Hello? Ach, Leute, sind Sie? Okay, da sind wir hier.
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Okay. Ja, die. Ah, wir haben ihn entdeckt. Was ja auch noch ganz interessant bei dem Spiel ist an sich, ist, dass du eine Akro hast. Also, das heißt, wenn ich zum Beispiel den meisten Schaden austeile, dann sind die Gegner erstmal auf mich fixiert. Und das heißt, die anderen Gegner sind für die quasi unsichtbar. Das bedeutet also, dass man somit gut taktisch vorgehen kann, wenn man voll die Akro auf sich zieht. Wenn die anfangen, dann einfach durchschlagen. Nee, nicht durchrennen, die können die ja dann halt in die Flanke nehmen, weißt du? Also die sind dann in der Flanke und machen die dann halt so von der Seite ein bisschen platt. Und das ist dann ganz cool. So, jetzt haben wir sie erstmal, glaube ich, hoffentlich geplättet. Und nachladen, Badespaß. Reloading. Ah, ich weiß leider nicht jetzt, wie ich Voice Chat mache. Einstellung. Audio, gerade gucken. Der Mikrofon aktiv, ja. Okay. Ah, okay, es funktioniert so. Also, oh, ich rede die ganze Zeit mit ihm. I'm sorry, man. Sehr cool. Alright. Let's go. To the front. Oh, wow. Reedsboo? Hello? Yes, hello. Yeah, we'll go to the top. Yeah, I was just fixing my settings. Okay, let's go. Right to the top. On the top, one guy. Hit it. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich so, meine Damen und Herren, jetzt alles live in Englisch. Den Rest darfst du gerne moderieren. Ehrlich, nicht, was du machst. Stimmt auch wieder. Okay, okay. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dann ist hier mit 3-4 Leuten als Team wirklich durchzuschleichen, Deckung geben. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Alright, let's go. Wo ist er bei dir beim Video? Okay. Bleibt gerade an der Rolltreppe bei mir. Okay. Pausier mal und play. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Also ihr habt gerade als Mission den Dr. Kendall zu retten. Ich trau mich gar nicht mehr zu reden, weil er ja alles jetzt mitkriegt. Boah, klasse Halle. Basketballstadion. Yeah. That's very nice. Harriets. Okay, you take the guys on the left side, or I am on the right side, alright? Harriets. Weitere Feinde entdeckt. Right. Oh, a special guy. On the top, on the top. Two guys. Three? What? Four? Okay. One guy down. Two. Three. Left, 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 left. Yes. Nice, nice shot. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Fertig als Platz. Schütze sind. Alright. Okay. Thanks. Jacket.
Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Eine Fertigkeit nicht zugewiesen. Okay, wait. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Okay, you ready? Okay. Ich glaube, man hört ihn nicht auf der Aufnahme. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn hört. Weil er hört ja, dass ich rede. Und ich höre ihn reden, aber ich höre ihn nicht so gut, leider. Ich glaube, man hört ihn nicht auf der Aufnahme. Okay. Vielleicht kann das mal noch jemand bestätigen. Jemand, der noch zuguckt? Okay. Ja, im Moment sind es wieder insgesamt 4. Also 2 neben uns. Alright. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Alright. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. So, you know the mission? You know about the mission here? No. Okay. Just save a medic. Okay. Dann, also let's go. Nicht. Okay. Alright. Reloading. Reloading. Give me a sec. Hit it. Man down. Der ist der Target. On the other side. Hello. It's me. Three guys. Okay, watch out on the front. Unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Der Targets. Also es ist definitiv besser, wenn du sie wirklich im Kopf triffst. Ja, ist es auch, wirklich. Bin yes, hier stehen, nice shot, nice shot. Ungeil. Yes. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Okay, we must go on the top and clean this area. Hey, what? Ah. Okay. Let's go. Sag mich, wenn so eine Notsituation ist, die Welt quasi vierte Welt dem Bach runtergeht, dann wirklich jeder hingeht und alles kaputt schlägt und Graffitis verteilt und Müll liegen lässt und sowas. Oder ob es einfach nur so das Klischee ist, hier, was hier, hier. Wait, ausstellt. Ammunition hier. Okay. Ja, frage ich mich auch. Okay, you full? Oh, very good. Okay, listen. Ja, das frage ich mich auch, ob das so ist oder nicht.